Das ist ja in der Stadt so, wenn der Nachbar tot ist, kriegen die meisten das gar nicht mit. Und hier rufen sie schon an, ja, also das Auto habt ihr ja heute nicht aus der Garage gefahren. Ist denn alles in Ordnung bei euch? Achso, und du wolltest ja heute noch das Fenster machen, oder? Genau. Wir haben ja jetzt hier nur noch die Felder frei, wo die Fenster rein sollen. Und da fange ich dann schon mal an zu mauern. Im Prinzip kann jeder das machen, worauf er Lust hat. Also es wird jetzt nicht gesagt, du musst das machen, sondern ich habe halt Lust zu mauern, dann mache ich das halt. Und wenn jetzt mal jemand was anderes machen will, geht das auch klar. Also das ist kein Problem. Weil meistens findet ja jeder auch so das, was einem Spaß macht. Aber mauern finde ich eigentlich ganz cool. Wir mauern immer auf halbem Verbund, das sieht man hier auch gut. Das heißt, eine Reihe fängt man mit einem ganzen Stein an und die nächste mit einem halben. Dann machen wir es so, dass wir uns immer die Schnur spannen, damit das ungefähr eine Gerade ergibt am Ende. Und im Prinzip muss man noch gucken, dass man hier unten habe ich jetzt einen kleinen Überstand. Das ist die Tropfkante, damit wenn es regnet, das nicht direkt auf den Balken tropft, sondern hier abtropfen kann. Und oben sollte es eigentlich ein bisschen weiter rein sein, also nicht so weit überstehen. Und dann mauert man einfach. Also man muss halt darauf achten, dass man die Fugen ungefähr hinkriegt und die Steine dann entsprechend anpasst eventuell. Die quietscht auch immer die Säge dann zum Schluss noch mal so richtig schön. Wir haben die Fuge nicht mit eingerechnet, glaube ich, oder? Ich habe keine Fuge eingerechnet. Wir müssen uns bestimmt noch mal korrigieren. Ja, dann passt das nicht. Wir müssen an die Wasserwaage runter. Ja. Also muss noch mal ein Stück ab. Wie viel? Nee, wir haben die Fuge nicht mit einberechnet. Wir hatten hier am Balken ist noch eine Fuge nachher. Aber es ist ja nicht so schlimm, ist ja noch zu groß. Da kann man ja immer noch was absägen. Wenn es zu klein wäre, wäre doof, wenn wir einen neuen Stein suchen müssen. Das Besondere an so alten Steinen ist ja, dass auch kein Stein ist wie der andere, wie der nächste. Also es sind ja alles unterschiedliche Steine. Und die manchmal auch in sich dann so ein bisschen schief sind. Gott, jetzt wird es wieder laut. Wenn das jetzt irgendwie hier fest ist, dann kannst du die Steine hier ransetzen, schiebst sie mal hier gegen und dann hast du ja jeden Zentimeter Luft. Ist ja einfacher, als wenn jedes Mal das Fenster rein und raus. Ha? Wollen wir einmal gucken, ob der Stein passt? Nee, passt nicht, weil ja das noch da ist. Wir müssen das jetzt hier einschneiden, genau, und so rausnehmen. Aber das macht man dann mit der Flex. Das machen wir halt gleich mit der Flex. Janke kann genau den gleichen Stein nochmal machen. Habe ich schon. Hast du das schon? Dann können wir das ja schon mal anzeichnen. So, mal gucken, ob sie damit zufrieden ist. Es ist ja so, ich bin dann immer so, ihr könnt alle herkommen, aber ich bin dann auf der Baustelle am Samstag. Und dann gibt es Freunde, die kommen dann und schnacken kurz ein paar Stunden und gucken dann zu oder helfen dann ab und zu mal mit. Aber Hanna ist ja dann auch viel dabei und macht das dann ja auch gerne. Ich glaube, die hat unheimlich Spaß, was handwerklich zu machen. Und sieht gerne
was geschaffen ist. Und ich glaube, das stellt sie sehr zufrieden. Wenn sie jetzt zum Beispiel ein Fenster mauert, dass man abends sieht, das habe ich gemauert, und eine Woche später sieht man immer, guckt das an, boah, das ist richtig gut geworden. Ich glaube, das gefällt ihr unheimlich gut so. Ne? Und ich glaube, wir sind dann schon zu Hause für sie geworden auch hier. Ne? Das ist ja in Semesterferien viel hier auch, und ich glaube, es macht ihr auch viel Spaß so. Genau, da hat gerade jemand angerufen aus dem Dorf hier, und die haben ein Gewächshaus und haben ziemlich viele Tomaten anscheinend. Das ist im Dorf wirklich so. Also ich wohne ja jetzt auch in der Stadt in Flensburg, und hier ist es einfach, da geht man da hin oder die rufen an, hey, wir haben noch Kuchen übrig, braucht ihr noch Kuchen? Oder man macht die Tür auf und vor der Tür steht schon der Kuchen, wenn man ein Geschenk bekommt. So. Das ist ja in der Stadt so, wenn der Nachbar tot ist, kriegen die meisten das gar nicht mit. Und hier rufen sie schon an, ja, also das Auto habt ihr ja heute nicht aus der Garage gefahren. Ist denn alles in Ordnung bei euch? So. Aber ich finde das auch schön, dass man aufeinander aufpasst und dass man ja irgendwie miteinander lebt und nicht so nebeneinander her. Hier wohnt zum Beispiel meine beste Freundin, die hat nur 2 Monate nach mir ist sie geboren. Wir sind zusammen in die Grundschule gegangen. Und hallo Jan. Ja, sammelst du ordentlich Birnen. Sehr schön. Hallo Paula. Willst du Tomaten holen? Ja. Traust du dich an den Gänsen vorbei? Nein. Soll ich dir helfen? Ja. Dann komme ich noch raus. Warte, komm rein. Dann gehe ich außen rum. Die beißen. So, dann wollen wir mal gucken, ob die auch schmecken hier. Sehr gut. Die auch schmeckt. Die schmeckt auch gut. Wir haben bald das erste Fenster drin, Dennis. Nee, zur Tischlerei hin. Laufe ich nachher mal mit Paula vorbei und guck. Ja, wir wollen nachher noch Feuer machen. Wenn du willst, kannst du noch vorbeikommen. Ich habe Eier und Tomaten geholt. Ja, und was hast du in der Zeit gemacht? Warum hast du das Fenster noch nicht fertig? Ich wollte deinen Papa nicht so alleine lassen. Wie, jetzt gehst du? Ich habe jetzt hier einmal die Größe ausgemessen, damit wir gleich gucken können, wie wir es einteilen. Und wir dann nachher nur ganze Steine haben und nicht am Ende irgendwie eine Lücke übrig bleibt oder wir einen halben Stein nehmen müssten. Und dafür sucht Janke mir jetzt die passenden Steine. Papa, hast du eine Ahnung, wo wir 6er-Steine haben? Wo ich 6er-Steine finde? Ich habe hier einen Stein gefunden, der passt für dich. Aber es wird jetzt auch langsam schon ganz schön dunkel. Wollen wir das noch durchziehen heute? Also ich hätte das gerne noch fertig. Ja, gut, dann suche ich dir noch ein paar andere Steine raus. Danke. Also klar geht es auch so halbfertig und dann machen wir morgen weiter. Das wäre ja auch kein Problem. Aber ich finde es einfach cool, wenn man das fertig hat und noch ist es eh hell. Und Jan macht hier auch noch ein bisschen. Also kann ich auch noch weitermachen. Ja. Ja. Nee, ich finde das auch gut. Dann hat man so, oh, das haben wir gestern geschafft. Das sieht besser aus, ne? Ja. Eigentlich könnte ich ja hier noch mal eine Schnur spannen. Eine Schnur spannen? Hier ist 18, der kommt dahin. Nee, ich habe nichts mehr, womit ich irgendwas mache. Du hast keine Kelle mehr, ne? Ich kann nur noch stehen und zugucken. Das ist doof. Hier. Für euch, ne? Dann sehen wir mal, wie es morgen aussieht, wenn wir die Schablone abnehmen vom Fenster. Und dann kommen die anderen Fenster dran. So, jetzt machen wir Feierabend. Ach, hier guck mal, Jens und Dennis haben auch noch mitgeholfen. Ja, die waren auch da. Wollen wir die Bilder auch noch mal anschauen?
Das ist von Erich, aber. Kann ich das gar nicht mehr so vorstellen, ne? Ja, Schnee hatten wir, glaube ich, nur ein Wochenende, ne? Also die Gefahr war im Prinzip dadurch, dass das Gebäude in diese Richtung so schräg ist, also man sieht ja, wie schräg die Ständer stehen, und auf der anderen Seite war es auch so, und dann kippte das noch in die Richtung. Und dann haben wir im Prinzip, hier sieht man es ein bisschen, geht ein Stahlseil rein, und das habe ich drinnen am Gebäude angebunden, damit es nicht umkippt. Hier sieht man das. Und das hat natürlich alles geknackt und geknirscht, und manchmal sind auch Dachpfannen runtergerutscht und so. Und als Sicherheit haben wir halt diese Stahlseile reingezogen. Viele sagen, man einfach am Handy abreißen können und neu bauen können. Und Neubau war ja auch ein bisschen praktischer gewesen. Dann hätte man nicht so die Holzständer zwischendrin gehabt. Aber ich finde, vom Aussehen ist es viel schöner. Ich finde, es ist auch nicht nur was für uns, sondern eigentlich für alle Leute, die vorbeigehen und gucken. So, ganz viele, die ja spazieren gehen und sich das anschauen. Weil natürlich das Dorf sehr schön ist und auch die Gebäude in dem Dorf sehr schön sind. Und wenn man sowas nicht erhält, dann finde ich das sehr schade. Also ich war ja nicht von Anfang an dabei, aber trotzdem finde ich, sieht man schon einen riesigen Unterschied. Und man erkennt das auch nicht mehr wieder, dass das mal so ausgesehen hat. Jedes Mal, wenn man nach ein paar Wochen wiederkommt oder so, dann sieht es auch immer schon anders aus, weil es so schnell vorangeht. Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Und man sieht immer, was man geschafft hat. So, das war's für heute aus Kono. Wenn ihr das nächste Mal wieder reinklickt, seht ihr, wie wir das Holz für die Tore zuschneiden.